Ich bin Lea und wir sind hier beim Medienforum 2022 und wir besuchen gleich den Workshop LinkedIn Masterclass, geführt von Stefanie Telenius, die zurzeit als Coach für Unternehmerinnen und Privatpersonen für Videoproduktion arbeitet. Und wir gehen jetzt in den zweiten Stock, weil es geht auch gleich los. Bei einer kleinen Vorstellungsrunde hat jeder erzählt, wofür er LinkedIn zurzeit nutzt und wofür er es dann gerne weiterhin nutzen würde. Stefanie hat uns erstmal den Aufbau des eigenen LinkedIn-Profils erklärt und uns gezeigt, wie wir es interessant und ansprechend gestalten können. Außerdem hat sie uns erklärt, wie der Algorithmus funktioniert. Zwischendrin hatten wir Zeit, miteinander zu connecten und Stefanie hat uns weiterhin fleißig Tipps gegeben. Unsere Aufgabe am Ende des Workshops war es, einen eigenen Post zu erstellen. Also sind wir erstmal losgezogen, um ein paar schöne Momente vom Medienforum einzufangen. Hanna hat uns erzählt, wie ihr der Workshop gefallen hat. Ich hatte vorher wirklich gar keine Ahnung von LinkedIn und was ich da alles beachten muss. Und jetzt allein zu wissen, wie ich jetzt mein Profil gestalten muss, damit das auch gleich ein bisschen ansprechend wirkt, hat mir schon wirklich unglaublich viel gegeben. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, wie ich mein Profil aufbauen kann, gerade auch den Profil-Slogan, wie man den kreativ gestalten kann, sodass er andere Leute catcht. Wir haben Stefanie gefragt, was sie Studierenden mit auf den Weg geben würde. Ich meine, gerade auch im Medienbereich läuft so viel über Kontakte. Und wenn man da gut vernetzt ist und einfach ja sich dann auch austauschen kann oder dann empfiehlt einer jemand, also auch darüber, dass man einfach immer wieder sichtbar ist, finde ich das schon sehr sinnvoll. Aber es ist auch ganz viel dieses Zwischenmenschliche und da so ein bisschen mal entspannter zu sein und zu sagen, ja, es kommt auch auf das an, wie arbeite ich denn im Team zusammen. Das hat auch einfach einen hohen Stellenwert, dass man sich da so ein bisschen entspannen kann. Das war's vom Medienforum 2022. Der Workshop hat echt super, super Spaß gemacht und ich habe ganz viel über LinkedIn gelernt und wie ich mein Profil am besten aufbaue und die besten Connections machen kann. Ich bin jetzt richtig müde und gehe gleich nach Hause, aber wir sehen uns nächstes Jahr wieder beim Medienforum.